Hey Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal wieder ein paar leckere Rezepte. Zum einen zeige ich euch eine leckere Kürbissuppe, denn ich liebe Kürbisse. Momentan gibt es wieder so viele Kürbisse überall, obwohl die Kürbissaison noch gar nicht angefangen hat. Aber Kürbisse kann ich euch wirklich ans Herz legen, denn ich liebe die, denn die machen so satt und haben so wenig Kalorien. Also seid gespannt. Dann zeige ich euch noch einen leckeren Burger, den ich mir immer mache, statt irgendwie zu McDonald's oder so zu gehen. Und ja, dann zeige ich euch noch ein paar andere Rezepte. Ich wollte aber noch sagen, falls ihr irgendwelche Sachen von mir nachkocht und die dann in eure Story packt, dann könnt ihr mich gerne markieren, dann kann ich die Sachen speichern und reposten. Und ich freue mich dann immer sehr drüber, wenn ich sehe, dass ihr die nachgekocht habt. Ja, auf jeden Fall heute das gleiche Prinzip wie immer. Ihr habt die Kalorienangaben dabei und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. So, zum Frühstück gibt es heute mal wieder einen Himbeerquark und dafür brauche ich einfach nur 250 Gramm Magerquark, 150 Gramm Himbeeren, eine Banane, zwei Feigen, jetzt gibt es endlich mal wieder Feigen und ich liebe Feigen. Und dann noch eine Kiwi. Und dann könnt ihr Toppings drauf tun, eurer Wahl. Und das hier ist meine Topping-Ecke. Und ich denke, ich werde vielleicht ein paar Mandeln nehmen, ein bisschen Chiasamen und ein paar Goji-Beeren oder vielleicht noch ein bisschen Kokos. Ich weiß noch nicht. So, heute gibt es Kürbissuppe und Kürbis, ich liebe Kürbis einfach, weil er hat kaum Kalorien und er macht so satt. Und deswegen nehme ich ungefähr so 400 Gramm Kürbis, ein paar Kürbiskerne, 60 Gramm Kichererbsen, 30 Gramm Crème fraîche aber light und 50 Gramm light Rohschinkenwürfel. Während der Kürbis kocht, kommen jetzt erstmal die Kichererbsen etwa für 20 Minuten bei 200 Grad in den Backofen. So, also der Kürbis ist jetzt durchgekocht und jetzt habe ich das Wasser abgeschüttet und jetzt wird das erstmal püriert. Und ihr könnt die Suppe entweder mit Wasser pürieren, sodass das zu einer Suppe wird, oder mit Milch, dann wird das ja auch ein bisschen cremiger. Aber diese Kalorien spare ich mir, weil ich finde, das mit Wasser genauso gut schmeckt und dann noch ein bisschen Gemüsebrühe rein und das ist genauso lecker. Hierfür brauche ich 100 Gramm Skirella, zwei Tomaten, etwas Feldsalat und dann noch ein bisschen Balsamico-Creme. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. So, heute gibt es gesunde und fettarme Burger und noch Kartoffeln und dafür brauche ich 100 Gramm Hähnchenschnitzel und diese gibt es bei Lidl und ich finde die echt super, super lecker, weil die auch in der Panade nicht so fettig sind. Ein bisschen Rucola, ihr könnt aber auch Eisberg nehmen, eine Tomate, eine Scheibe Schmelzkäse und als Burgerbrötchen nehme ich ein aufbackbares Kaiserbrötchen. Ihr könnt aber auch jedes Brötchen nehmen, was ihr wollt, aber ich habe jetzt das genommen, weil das nicht so viele Kalorien hat. Und als Soße nehme ich einfach nur Senf. Ja, und dann habe ich noch 100 Gramm Kartoffeln. Ach, und 40 Gramm Avocados, habe ich gerade vergessen noch zu sagen.
dünste jetzt noch ein paar Zwiebeln an. Und ihr könnt natürlich auch Röstzwiebeln nehmen, so 2-3 Gramm. Aber hiervon hat man mehr und man hat sich Fett gespart. Zurück und das waren meine Rezepte und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, ein paar Sachen nachzukochen. Also ich mache mir auf jeden Fall morgen nochmal eine Kürbissuppe, denn dieses Creme Fraiche ist ja jetzt auch angebrochen und ja, so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es werden auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Water Eating Day Videos online kommen und wenn ihr mehr Rezepte-Inspirationen schon vorab haben wollt, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram folgen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!